So, und damit willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 1. Ja, wie beim letzten Mal gesagt, habe ich jetzt die Drachenhöhle und diesen, also den Palast der Prüfung gemacht. Und somit sind wir jetzt nun aufgestiegen in unserer Klasse. Und ja, ich zeige euch gleich was da ein bisschen anders ist. Wie ihr sehen könnt, hat Daniel jetzt auch Zauber und hat jetzt sogar auch ein bisschen Magiepunkte gekriegt. Ich habe jetzt die großen starken Zauber hier, wie es Erzengel, Sanctus, Vigra. Und mein Bruder hat in dem Fall jetzt Bimo, wo ich dachte, ich hatte die falschen Leute mitgenommen. Aber anscheinend doch nicht. Und da können wir uns zumindest auf der Overworld teleportieren. Und bei Beam können wir uns immer die Ebene zurück teleportieren. Also ist schon nicht ganz schlecht. Und ich habe halt echt gedacht, ich hätte die falschen Leute mitgenommen. Ja, aber... jetzt können wir weitermachen. Schließlich haben wir ja noch zwei... Gegner übrig. Wasser und der Wind. So, jetzt ist die Frage, gehen erstmal jetzt hier rein. Wir haben ja gerade schon allen gesprochen. Wir haben in Stadt Gaia. Irgendjemand sagt uns, dass jemand entführt worden ist. Früher hat man die Fee aus der Quelle öfter mal gezüchtet und in letzter Zeit gar nicht mehr. Genau, um die geht's nämlich. Leuchten ist Richtung Westen, perfekt. Oh, ups. Da müssen wir hin. Ach, wieso geht's überall raus? In der kleinen Ecke. Der Turm in der Wüste von Janikum kann von niemandem bestiegen werden. Mirage. Genau, das ist dann, glaube ich, wo es dann weitergeht. Fegen, fegen, fegen. Achso, Lufiana. Ja, genau, die Sprache. Okay, das heißt, müssen wir erstmal Richtung Westen. Da, wo ich schon hingeflogen bin. Also, es ist echt praktisch mit Luftschiff. Das nimmt einiges ab. Jetzt geht die Fahrt weit westlich. Ich habe jetzt Kürbs seine Waffe weggenommen und er macht dadurch jetzt mehr Schaden als Adept. Das ist schon praktisch. Seht ihr, fast 1000 macht er jetzt Schaden. Das ist schon krass. Hier muss irgendwas sein hier. Oh.
Jetzt die Frage, wo, ne? Aua. Südwestlich von der Stadt hier ist doch hier. Das ist doch von bei mir südwestlich. Hier ist aber nichts. Also bloß Gegner. Tausend. Ups. Schaden. Wir finden X-Potion. Das ist jetzt blöd, ne? Muss aber hier sein. Aus 10. Turps, du bist jetzt krass. Richtig krass. Das ist jetzt komisch. Südwestlich ist doch das. Hier ist keine Wüste. Das ist eigentlich grün. Grünes Feld. In der Wüste, soll ich die Wüste abklappern? Ist doch kein Punkt zum Heimgehen. Ach Mann, wenn man den Weg nicht findet. Thank you.
Ach komm, mein Mensch, du bist jetzt schon dumm. Paddeln. Wir gehen mal hier rein. So. Ey du. An der Hilfe und der Karawane hat was komisch dabei. Ja. Dreck aber auch. Ist er glotzt. Kopfbreit und glänzend. Luftwasser. Ein Brunnen. Mein Vater zieht immer unter Karawa durchs Land. Diesmal wollte er in die westliche Wüste reisen. Im Norden der Wüste gibt es eine kleine Oase. Sag doch irgendwo da. Ich sag doch irgendwo da in der Wüste. Cope. Aber ich habe gestern was Letztes gesehen. Ich bin dann zum nördlichen Wasserfall gelaufen, weil ich sehen wollte, was es war. Es war irgendwas. Irgendein komisches Unwesen mit vielen Schrauben und merkwürdigen Eisenplatten. Was? Ach hier. Ich möchte die Meerjungfrauen im Meerestempel retten. Ich habe aus einem großen Fass ein Unterwasserboot gebaut. Auf halbem Weg gehen mir die Luft aus. Okay, was hast du? Ja, das müssen wir machen hier mit dem U-Boot. Genau, bei dem wir gewesen. Die zerbrechlichen Menschen waren beim Drachenkönig. Oder ist es jetzt da, nachdem ich die angequatscht habe? Ey, wehe. Wehe ist jetzt da, wo wir die angequatscht haben. Als ob ich die jetzt erst anquatschen musste. Nein, spaziert. Flaschenfehl. Ja, alle mit. Ja, okay, manches muss man erst triggern, nachdem man, oder manches geht erst frei, wenn man diejenigen angequatscht hat. Naja, gut. So, jetzt geht's wieder nach Gaia. Jetzt?
Springbrunnen? Oder muss ich jetzt wieder in die andere Stadt? Na, oh, das gibt's doch nicht. Jedes Mal geht's raus. Ich glaube, da können wir jetzt wieder in die Stadt hin. Das jetzt scheint jetzt auf zu sein. Das ist wieder ein Hin und Her, ne? Jetzt kommt schon langsam weniger Gegner raus. Was muss ich jetzt noch machen? Jetzt haben wir die freigelassen, aber... Wow, jetzt kam mal kein Gegner, oh mein Gott. Die Bottle ist jetzt weg mit der Fee. Hä? Ja, wo ist denn die Quelle? Warte mal. War hier nicht vor uns irgendwo Wasser? Ja, hier rechts. Ihr habt mich gerettet, nicht wahr? Verzeiht, dass ich vorhin weggeflogen bin, ohne mich zu bedanken. Aber es war schrecklich, in dieser kleinen Flasche zu stecken und ich war verängstigt. Sie so gut machen, werde ich euch etwas von dem Luftwasser heraufholen, das am Grund dieser Quelle hervorsprudelt. Ah, okay, man muss das mal noch anquatschen. Ja, okay, mach dann. Blam. Wasser. Aus dem Luftwasser quillt unendlich viel Luft hervor. Schön lang Wasser atmen. Cool. So, jetzt können wir wieder dorthin zurück. Jetzt zu dem U-Boot. Ach, Mann. Ist immer blöd, wenn man, zu voreilig ist. So wie hier zum Beispiel. Und da auch. Dass man nicht auf allen Stellen landen kann, ne? Ein Blödsinn. So, weiter geht's. Platz. Und ihr nennt das Luftwasser euer eigen? Schon so lange warten wir auf euch. Bitte helft den Meerjungfrauen. Sie ist selber eine. Das Fass vor allem. Oh, das sieht cool aus, ne? Ja, dieselbe wie beim Chaos-Tempel.
Also gut, das muss sagen, beim Pixel Master ist Soundtrack ist schön geworden. Die nicht. So. Hier hätte ich gerne Monster aus. Hat ein bisschen was von Lufia, die Mucke. Wo unter Wasser ist. Einmal da lang, einmal da lang. Glotzauge, was für Gegner. Komische Gegner. Wieso ist hier nichts? Schiebung. Schiebung. Sie ist leer. Jetzt aber hier drüben. Bam, 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 bam. 6000 Erfahrung. Meine Güte.
8000 Geld. Und eine Falle. Wir sind bei Stufe 50, ne? Da oben sind noch Kisten. Oh. 7000, 2000. Ey, wie viel Geld wir finden? Mann. Na komm, geh kaputt. Schleife. Schleife ist nice. Wieder tragen. Na, schwarz, Markus. Eine Schleife, die resistent gegen Angriffe aller Elemente und sämtliche Zustandswendungen macht. Also du bist einfach mal gegen alles immun. Also auch Magie. Krass. Kürbs, die kriegst du. Wirst du nicht mal so viel getroffen. Wie cool ist das denn? Die Schleife macht nicht nur gegen die Elemente immun oder die Zustandsveränderungen, wie sonst, wie man es kennt, sondern auch gegen die Elemente. Man ist einfach gegen alles geschützt. Feuer, Erde, Wasser, Wind. Krass. Das könnte uns jetzt im Blitz theoretisch treffen. Wir haben Gift. Wieso? Was ist das für eine Schleife? Das ist eine Kackschleife. Hä? Eine Schleife, die soll resistent gegen Angriffe aller Elemente und Zustandsveränderungen machen, aber irgendwie hilft sie nicht. Kann ich die tragen? Klappt das bei mir? Abwehr plus 1, Gewicht plus 1. Ich verstehe das Prinzip dieser Schleife bestimmt nicht, aber... Oder haben sie hier genervt? Das wäre total komisch oder total blöd, wenn sie es hier im Pixel Master genervt hätten.
dass die Schleife ja eigentlich nur Müll ist. Weil die im Original bestimmt übelst OP war. Und hier im Pixel Master haben sie schwächer gemacht. Das wäre ja kackendreist. Entschuldigung, aber... Das wäre mehr als dreist, oder? Findest du ein krasses Item? Kannst damit nichts machen. Also genervt heißt schwächer gemacht, als wie sie eigentlich ist. Oh, sind wir da? Wo sind wir am Anfang? Ach, da oben ist er. Ja, wir sind am Anfang. Das ist richtig. Ich dachte schon, hä? Das mit der Schleife enttäuscht mich gerade. Dass sie die hier schwächer gemacht haben. Du hast die Schleife an und kriegst trotzdem Gift. Und das muss, und hast eigentlich keinen Nutzen davon. Guck, da gibt es sogar noch drei weniger hier. Ihr hirnlosen Landbewohner, verzweifelte Hartnäckigkeit amüsiert mich. Doch ihr befindet euch in meinem Reich, denn ich bin das Chaos des Wassers, Aquadon. Diese dunkle Tiefsee wird eure Grabstätte werden. Aquadon? Kennen wir ja. Der Silenzio würde nicht gehen, ne? Mit dem Austesten. So. Hauen wir gleich mal Sanctus drauf. War mir klar, dass es nicht geht. Sanctus! Bam. Tito. Oh, ich bin unsichtbar. Alt geht noch ein. Oh, das war jetzt ein Nieser. Ups. Tinte. Geh weg mit deiner Tinte. Tja.
Ding. Yay. So, jetzt haben wir den dritten. Ja, den vierten schon. Oh, haben wir jetzt einen übersprungen? Erstmal speichern. Wir müssen wieder mal nach Melmond nochmal. Da müsste so ein Opa hier stehen. Nee, nicht der Grabstein. Du? Sag bloß, der Erdkristall hat seinen einzigen Glanz zurückgewonnen. Ja. Aber ich muss hier auch irgendwas erst machen. Ich bin Wissenschaftler und arbeite obwohl als Genie. Ihr habt ja weiß auf meinen Namen gehört. Nichts, was denkt woran. What? Theoretisch müssten wir jetzt hier hin. Aber wir können die Leute nicht verstehen, die da dort sind. Warum können wir nicht hier irgendwo landen? Also hier. Nee, das geht einfach nicht. Sollen wir jetzt in Lufenia nichts finden? Und lass mal einen Cut machen. Guck, die quatschen nämlich nur in ihrer Sprache.
super Augen, was bla. Okay. Ja, dann muss ich erstmal einen Cut machen. Und so offline danach. Und ja, lasst ein Like, einen Kommentar da. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Macht's gut.